Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18 Seaside Valley. Wir kümmern uns jetzt, muss ich gerade nochmal gucken, um den Business Park, genau. Gut, die müssen wir dann auch nochmal fahren, aber das machen wir nach dieser Tour, in der Hoffnung, dass wir diese Tour nicht so viel Scheiße bauen. Wait a second, what? Stimmt, Hauptbahnhof, habe ich ganz vergessen. Sprich, Zopp, dann einmal am Hauptbahnhof halten. Ich finde die Route ja besser. Just saying. Dann ist jetzt die Frage, wie wir es hier weiterverfahren. Welche Haltestellen sind denn hier nochmal? Waren dann nochmal hier die nicht so gut waren? Da haben wir doch, glaube ich, zwei Sechser, oder? Da haben wir zwei Sechser, genau. Westspeicher, dann fahren wir hier lang und. Wobei es halt auch wiederum wenig Sinn macht. Dort und dann drehen wir halt, machen wir eine kleine Runde und dann sind wir durch. Kann man das denn? Oh, voilà, kann man das denn? Oh ne, optimieren wird das wahrscheinlich nicht optimiert. Nein, nee. Schade, dass man halt hier die Strecke nicht so rumziehen kann, aber dann müssen wir es halt so fahren. Würde ich sagen, beginnen wir die Fahrt. Ah, ne, das wäre richtig. Beginnen wir die Fahrt zufällig, Schnellstart aus, Rundfahrt und dann wählen wir den Citaro G. Schon ganz lecker wieder hier los. Sperren wir das Ganze, entsperren wir das Ganze. Und fahren dann los. Zum Zopp. Bis wir dann den Motor und so weiter anhaben. Das war. Ist das richtig? Ja. Wunderbar. Dann starten wir den Motor. Tempomat an. Türen zu und dann würde ich sagen, noch was vergessen und dann starten wir die wilde Fahrt. Mal gucken, wo wir jetzt halten müssen. Haltepunkt 1, das ist ganz hinten. Wunderbar. So langsam leer nicht ist. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Gut abgesenkt. Kann man denn noch schlecht absenken? Nicht perfekt. Achso. Sind alle einfach so eingestiegen. Klar. Hier. So Unterschiede zwischen den Lautstärken. Die eine Person hier redet normal, die andere schreit dich an. Denn, oh Gott, wollen wir mal wieder losziehen. Und biegen auch direkt links ab, aber fahren danach wieder rechts. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
Denn die KI, die wird uns sowieso erstmal hier das Rausfahren erschweren. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Genau, nicht spoilern. Alter, was ist denn jetzt hier los? Holy shit. Hier staust sich's ja richtig. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Puh. Das war, glaube ich, ja gut. Haben wir jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass wir es noch schaffen rechtzeitig. Wir bleiben einfach mal auf der rechten Seite. Das ist realistischer, als wenn wir jetzt hier einer Phase und Furious machen. Meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Wir müssen ja eh nur zum Hauptbahnhof. Der ist ja nicht allzu weit entfernt, nicht so. Zumindest keine 5 Minuten. Holy shit. Warum leckt das denn jetzt hier gerade wieder so komisch? Mal gucken, vielleicht haben wir das Problem oben, vielleicht auch nicht. Wäre gut, wenn, aber gut. Wenn nicht, dann ist es halt auch so. Warum fährt denn nicht? Das war auch grün. Verwirrt. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Könnte sein, dass es gleich im Laufe der Fahrt weniger leckt. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ja. Fuck my life. Na ja gut, wobei die positiven Strecken oder die so 5 Sterne mäßig kann man eigentlich mitrechnen, dass man das eh nicht erreicht. Dann müssen wir so eine ganz simple Strecke machen. Quasi 2 Haltestellen und das war's. Vermute ich mal, vielleicht kommen wir aber dann nochmal zu, dass wir irgendwann doch mal die 5-Sterne-Tour durch haben. Oder erreichen, erzielen, wie auch immer. Wenn man das jetzt bezeichnen mag. Was sind denn diese komischen Punkte? Die verwirren mich total. Ist hier rechts ein Punkt auf der Karte? Also ihr könnt den jetzt gerade nicht wirklich sehen, weil da also, ne, die Spielerfigur oder der Pfeil drauf ist, aber... Verwirrt. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Danke. Bitte schön, natürlich. Pünktlich sind wir immer. Das Wetter ist einfach wunderbar. Wenn jetzt wirklich wieder alle einfach nur so einsteigen? Scheint so. Na klar, hier bitte. Dankeschön, dich. Wo hab ich denn. Weiß nicht, ob ich schon hatte. Na klar, hier bitte. Dich hatte ich aber schon, das weiß ich. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Ja gut, dann können wir ja schon wieder warten, ne? Also... Pünktlich sind wir ja. Oder sehr pünktlich sogar. Denn wollen wir mal weiter. Oder 9 Minuten, besser gesagt, haben wir Zeit. Ah, alles gut, nichts passiert. Alles halb so wild. Können wir? Scheint so. Nee. Scheint nicht so.
Können wir denn? Wir können. Gut. Sieht man immer so schlecht hier. Ist jetzt schon eher so gut mit dem. Ja. Würde halt schon mehr Sinn machen, wenn wir jetzt nicht mehr im Linienbus das fahren würden, sondern mit so einem anderen Bus. was weiß ich, mit dem, was war denn das nochmal, mit dem. Oh, ich habe die Busbezeichnung vergessen, aber der halt eher so Reisebus-like ist. So ein Doppeldecker oder sowas in der Richtung würde halt mehr Sinn machen. Also ohne Gelenk. Aber gut, ne, ist halt wie es ist. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit wir jetzt gleich vorm Business Park verlieren. Da steht man ja teilweise doch schon etwas länger. So, vor allem bei der Einfahrt, die wir ja, glaube ich, links rumfahren. Ich weiß schon mal nicht mehr. Ich habe es schon nicht mehr auf dem Schirm, wie jetzt die Strecke verläuft, wie ich sie gewählt habe. Really? Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass man nicht zu lang blinken sollte. Das ist jetzt belastend. Gut zu wissen. Dann blinke ich beim nächsten Mal nicht so früh. Auch wieder später. So. Oh Gott, Leck des Todes. Konzentration, bloß nichts hier kaputt fahren wieder hier. Kein Schlagloch mitnehmen oder möglichst kein Schlagloch mitnehmen. Das ist jetzt wieder schon mit. Oh, diese. Festplatte geht mir noch mal auf den Strip hier. Beruhigst du dich jetzt mal? Genau, wir wollen nicht hier links abbiegen und dann sind wir. Oh, 4 Minuten haben wir noch. Das ist ja der Wahnsinn. Lässt uns hier natürlich nur gerade keiner wieder raus. Okay, der Bus lässt uns. Ach, der Bus, der LKW. Bus sind ja wir. Wunderbar, dann können wir gleich wieder ein bisschen länger warten. Also zeitlich sind wir bisher ganz gut, aber jetzt haben wir gleich den Business Park, wo wir nochmal hier unsere Kreise drehen. Da sind wir dann halt auch wieder ein bisschen vermutlich spät dran. Da den Punkt, den hat man jetzt gerade wieder sehen können auf der Links, auf der Map. Nächster und sieht man Halt. Immer noch. Westspeiche.
Tschüss. Immer noch keine Ticket, okay? Alle warten auf einen anderen Bus, oder was? Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Klar. Hier. Na gut, dann... Dann warten wir mal 3 Minuten. Wow, holy shit. Wollen wir mal Abfahrt zur Nordspeiche? Och, meine Fresse. Muss ich das anhalten dafür, deswegen? Oh, ist halt tut mir leid. Unnötig, anstatt dass man irgendwie, was ich, irgendwie eine Durchsage mache oder whatever. Ja, warte nun, jetzt fahr doch einfach. So, da war. Oh Gott, jetzt fahr doch. Kollege. Es ist aber gerade wieder viel los. Nächster Halt, Nordspeiche. Sonderweise will diesmal gerade hier niemand lang. Oder rein oder raus. Ja, beziehungsweise. Doch raus wollen sie alle. Ich glaube, ich werde krank. Nur keiner will rein. Dann geht's weiter zum Tellermann-Forschungszentrum. Nächster Halt, Tellermann-Forschungszentrum. Ich sag ja, hier im Businesspark verlieren wir die Zeit, die wir rausgeholt haben oder die wir gut hatten. Aber das war halt zu erwarten, ne? Ich meine... Obwohl wir eigentlich vor Vorfahrtstraße waren. Laut Beschilderung. Ja, das Problem, das kennen wir ja mittlerweile. Nächster Halt, Zellermann-Forschungszentrum. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Raus will niemand, rein will die Dame auch nicht. Dann kommen wir ja wieder weiter. Die letzte Folge von Wimpel der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Das ist ja gerade wiederum das Gute, dass wir halt jetzt gerade kaum Leute haben, die irgendwie einsteigen wollen und sonstiges. Überraschenderweise musste man noch kein Ticket ausstellen. Die hatten alle schon eins. Da gibt man ja auch nicht alle Tage. Aber gut, mir soll es recht sein. Weniger zu tun, nur bisher mussten nur Türen aufmachen und Türen zumachen, mehr oder weniger. Ist ja auch mal schön, ne? So, ein bisschen zu spät sind wir zwar, aber... Alles ist halt so wild. Lange nicht mehr gehalten. Nächster Halt, Grenisplatz. Falls sie überhaupt einsteigen will, ne? Einfach sicherheitshalber. Das Wetter ist einfach wunderbar. Ich brauche eine Fahrkarte. Scheinbar nicht. Tag, Standard, drucken. Danke. Sehr schön. Noch jemand? Nö. Dann Abfahrt. Nächster Halt, Zellermann.
Wunderbar. Jetzt haben wir hier diese schöne Stelle. Überraschenderweise hier kein Stau. Normalerweise ist hier immer Stau des Todes. Okay, der lässt uns vor. War das ein Geist? Nee, das war ein Auto. Das war kein Geist. Das war kein Auto. Oh Gott, jetzt verwirre ich mich selber, beziehungsweise jetzt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nicht so stark einlenken, ich weiß. Aber ich muss trotzdem noch die Kurve kriegen, ne? Das ist halt eine 90-Grad-Kurve. Da machst du halt nichts. So, dann sind wir gleich wieder beim Forschungszentrum. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Ey, du lässt es doch vor, hast du gerade gesagt. Okay, gut. Das war, glaube ich, ein bisschen nah an der Bordsteinkante. Mit dem Heck. Wunderbar, und nun müssen wir jetzt auch gleich schon wieder im Forschungszentrum. Es war ein bisschen zu spät, aber nicht allzu nicht allzu spät. Haben bisher die Zeit noch ganz gut gehalten. Aua, mein Bauch. Ach, diese Festplatte, ne? Muss ich das immer machen, wenn Aufnahmen sind? Das geht noch nicht. Sellermann Forschungszentrum. Sie blockieren die Tür. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber sicher doch. Tag, Senior drucken. Danke. Schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich. Danke. Bitte schön. Okay, noch ein Firefox, Tag. Warum auch immer. Dann habe ich endlich frei. Nächster Halt, Nordspeicher. Dann soll Firefox mal die Festplatte benutzen. Och, Herrgott im Himmel, noch eins. Tut mir leid. Wie oft soll ich das dann noch sagen? Okay, wir können wieder. Meine Güte. Stop and go. Och, was ist das denn hier wieder? Ich will hier rüber, ich will hier rüber, ich will hier immer noch rüber, ich will hier immer noch rüber. Dankeschön. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Zeit ist nämlich mittlerweile gone. Nächster Halt, Nordspeicher. Hier will eh niemand raus und auch niemand rein. Deswegen geht es weiter zur Westspeiche. Westspeiche. Haben wir jetzt doch jemand drin? Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, der wollte nicht mit. Wow, perfekt geparkt. Puh. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein... Danke. Eine Fahrkarte. Ja, gesehen, ich habe das Gespräch noch gerne weitergehört, aber gut.
Danke. Bitte. Dann geht es wieder zurück zum Hauptbahnhof. Nächster Halt. Zeit diesmal wirklich gut machen, ne? Hier, hoi, hoi, hoi. Wir haben wirklich viel Zeit verloren. Heißt aber auch nicht, dass wir jetzt jeden Schlag noch mitnehmen müssen. Deswegen wird es gleich wieder ein bisschen Konzentrationsbedarf geben. Moment, wo ist mein Hut hin? Haben Sie schon mal auf Ihren Kopf geguckt? Hey! Was wird das denn? Sag mal, hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Meine Fresse. Ja. Das Fahrverhalten muss ich, glaube ich, nicht verstehen, ne? So hier mittendrin stehen, ne? Wie... Ich habe das Gefühl, das ist mir neu. Oder hat der KI jemals schon mal so einen Käse zusammengefahren, sich in einem Kreisel, dass man eigentlich schon vor Kreiseln Angst haben muss? Muss ich nicht verstehen. Komm, ich will auch noch rüber, ich will auch noch rüber. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ach, leck mich doch. Ich meine, ich musste blinken, um die Spur zu wechseln. Und warum soll ich denn für eine Sekunde das dumm... Ach, das ist doch... Geradeaus fahren. Ich gebe dir nicht geradeaus fahren ins Gesicht. Dieser Punkt, da bewegt sich ein Punkt. Warum bewegt sich ein Punkt auf der Karte? Na ja, unsere Haltestelle. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Nächster Halt, Hauptbahnhof.
Wetter ist einfach wundervoll. Eine Fahrkarte, bitte. Aber sicher doch. Du hast gestern einen Fisch gefangen, was? Die Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich doch. Danke. Bitte. Gucken wir mal, ob jeder hier ein Ticket hat. Was? Klar. Oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Hier. Verloren, natürlich. Na gut, dann wollen wir mal, ne? Ab zum Zopp. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. So sieht es aus. Endstation. Ach, das hat er gemeint. Ja, das hat er gemeint mit der Endstation. Die Reise endet hier, das hat er gemeint. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Wir müssen ja eh links abbiegen, irgendwann. Dann können wir das schon hier einordnen. Aber auch sowas, wenn wir noch die Ampel erkennen. Ganz wichtig. Hier muss ich raus. Ja, das ist aber schön, dass du jetzt hier raus musst. Ich fahr trotzdem zum Zug und mach dann jetzt die Türen auf. Stehen wir vor einer grünen Ampel? Es sind ja so viele Linksabbieger und die kriegen es nicht gebacken bekommen, über eine leere Fahrt links zu fahren. Nein, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Ich hab so einen Hunger. Okay, haben wir uns was zu essen? Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das ist das Geräusch des Blinkers. Mhm. Eine neue Erfindung. Die haben bisher nur unsere Busse. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Bitte schön. Wir haben keinen Müll, okay. Ja, prinzipiell können wir ja einfach losfahren, auch wenn wir noch 1,42 haben.
schön. Boss dann wieder Vorrang. Ich liebe es. Stark wollte ich gar nicht lenken, ich will eigentlich nur weniger lenken, ich will nicht auf der linke Seite und nicht in der Mitte, aber gut. Ist halt wie es ist, ne? Oh, zockt mittlerweile auf Level 17, holy shit. Läuft ja. Die Tour war gar nicht mal so schlecht. Das hat ordentlich gekostet. Das war eher irrelevant, aber das. Wir sind im fünften Stern. Na gut, eingenommen haben wir nicht wirklich viel. Also. Mehr als bei der letzten Woche, aber nicht sonderlich viel. Genau, Garage, da wollte ich hin. Shop. Dann kaufen wir noch mal einen Citaro. Bearbeiten den. Nehmen wir einfach mal einen Skin, einfach mal so, warum nicht? Bei Werbung. Ja, wir brauchen das Geld ja fast eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Aber egal. Ich meine, das sind ja mittlerweile Peanuts für uns, ne? Also. Ich meine, wir haben Bus gekauft und sind immer noch bei einer Million. Oder knapp einer Million. Einstellen und dann bitte auf diese Strecke. Und in der nächsten Folge fahren wir dann diese Strecke hier. Also nicht die, also diese Strecke hier nochmal. Einfach aus dem Grund, weil wir die ja nicht so super gefahren sind. Die Daroka, jetzt die Josephine Schlaumeier. Wunderbärchen. Nein, ich wollte nicht Multiplayer nehmen. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, wenn wir uns dann hier wieder um, beziehungsweise wenn wir uns dann um die Strecke 8 kümmern. Um die 18. Strecke nochmal kümmern, dass wir die nochmal fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video hier vom Bus-Simulator wieder oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.